Willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahme vom Destiny Jaxe Projekt. So, beim letzten Mal waren wir hier unten drinne, haben den Goblin Boss, war es glaube ich, zum Healer als Bodyguard, würde ich mal sagen, besiegt. Ein paar Kleinigkeiten rausgeholt und das Wichtigste war Endstone. Das Wichtigste, was ich brauchte, war Endstone. Und da werden wir sowieso später noch mehr mal holen, weil das Ding ist auf jeden Fall robuster. Als Obsidian lässt sie aber schnell abbauen. Im Falle von TNT. Also wenn man kein Obsidian massig haben will, benutzt einfach hier das Zeug hier. Und hat einiges davon. Das nehmen wir mit. 6 haben wir noch, oder? Naja, 10, komm. Den Rest hole ich später mit zum besonderen Hammer raus. Das geht dann, glaube ich, definitiv schneller. Na, oh, draußen regnet es. Das ist natürlich blöd, so jetzt fängt es leider ein bisschen mehr an zu laggen. Tut mir leid, deswegen. Aber sollte, glaube ich, jeder verkraften hier. Irgendwie. Wenn es auch nicht viel ist. Ja, es geht. Also permanent die 30, die ich sowieso einhalten kann, sind ja sowieso da gegeben. Na, Herr Creeper. Wie geht's eigentlich davon? Also es laggt jetzt nicht so extrem, würde ich sagen. Also es geht auf jeden Fall. So, was brauche ich nun? Ich brauche einen Glowstone und Netherrack. Ah, da gehen wir mal später hin. Wenn ich dann die andere Spitzhacke mir hole, dann weiß ich auf jeden Fall, ich muss sowieso dann unterwegs, dann kann ich das gleich auch mitnehmen. Ich wundere eigentlich noch, dass noch keine Hello Kitty Kometen-Nachricht kam. Weil die kommen ja ziemlich, wenn wir jetzt sowieso etwas länger hier draußen sind, schon eigentlich relativ schnell. Würde ich mal behaupten. Ey, sind so viele Armadillos. Guckt euch das mal an hier. Smog. Ah, Zombie. Hört das Regen schon mal auf? Der Regen schon mal auf? Zack. Ah, warte mal, da hinten sind doch Dickhäuter. Komm. Ist das, was wir mit dem mal machen, dass wir die mal befreien können? Massentati. So. Schon mal ein paar von denen da hinten weniger. So, seid ihr friedlich? Guck mich nicht so an. Ich war es nicht. Ich weiß nicht, wer das war. Ah, komm. Es ist doch nicht wahr. Es ist immer voll hier. Wie eine Party. Party. So, nächsten Truhen hier vollmüllen. Wikipedias. Noch ein Bag, welches glaube ich voll ist. Erstmal das Blaue. Ah, das Blaue hat auch noch schöne zwei Kisten. Das Blaue brauchen wir nicht. Das Blaue kommt hier mit rein. So, zwei Kisten. Oh, Java-Update. Hau da ab. Effizienzspitzhacke, okay. Komm erstmal damit rein. Na du. Flupp. Da ist eine Mumie. Dass sie zu mir will, war schon fast klar. Hau ab. Mammut schnauft so komisch, oder? Ja. Danke, Creeper. So, nächste Sachen hier noch. Lalalalalala. Tausende Rüstungen hier. Rüstungsteile, ja. Das ist ja nicht immer eine ganze Rüstung. Ist ja manchmal auch Müll. So. So, jetzt schaue ich mal, ob ich alles habe eigentlich. Habe ich 4 Stück von.
Dann gleich mal zwei davon. Zwei Diamanten brauche ich. Und zwar, wo sind sie? Eins, zwei. Ich brauche die Dinger. Ich brauche einen Glowstone. Den habe ich hoffentlich auch noch irgendwo hier drin gehabt. Zum Glowstone-Block, da ist er doch. Und diesen anderen Stein, wo ich mit arbeite, sind es immer. Ich glaube, den habe ich hier hinten wieder reingetan, oder? Genau. Na, Spinne. Schön lieb bleiben. So, jetzt gehen wir im Fix-Pen. Und danach sollten wir mir ein paar Sachen reparieren. Ich glaube, meine Boots und mein Schwert. Etwas nur reparieren wäre, ich glaube, sinnvoll. Oder wie sehen meine Boots aus? Ach doch, die sehen ja noch gut aus. Obwohl, was wir jetzt reparieren, brauchen wir später nicht. Zumindest vom Schwert her. Das andere ist ja eigentlich... Na gut, Silk-Touch-Spitzhacke ist jetzt nicht so... unbedingt. Da würde ich sagen, machen wir hier einen größeren Gang rein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Da machen wir hier so einen Weg lang. Du schnaufst so komisch auch noch, ne? Und dann würde ich sagen, parallel dazu machen wir mal hier das hin, was ich jetzt hier hin mache. Upp, dazu müssen wir den Endstone anordnen, so. Ich glaube, das war jetzt richtig so. Also lünch mich, wenn es nicht passt. 2, 3, 4. Eine in der Mitte. Ich glaube, so war das. Lünch mich dafür, wenn es nicht passt. Einmal. Und es passt. Es passt nämlich, da gibt es nämlich Soul Shards raus. Und was wir damit machen, erzähle ich euch gleich. Jetzt müssen wir nämlich noch in die Hölle rein. Oh. Und nämlich Nether wegsammeln. Und mit dem zweiten Diamant machen wir uns einen zweiten Soul Shard. Und so können wir Spawner erstellen. Und dafür ist jetzt dieser Raum ja auch gedacht. Da wird jetzt ganz gemütlich aus Spawnerraum rausgemacht. Zack, zack, zack. Oh, haben wir noch ein paar. Weil ich den eigentlich auch auskleiden könnte mit Wolle oder sowas, ne? Hätte natürlich auch was. Zweie. Das ist gut. Und dann machen wir hier so einen Ring aus weißer oder Wolle, ich weiß es noch nicht ganz genau. Das wird bestimmt schön aussehen. Oh, warte mal, habe ich da einen Platz zwischen gemacht? Nein. So, hier machen wir auch was. Dann machen wir mal eben so weg. Weiß nämlich ungefähr, wie weit ich weg muss. Also ein Platz auf jeden Fall. Machen wir noch einen zweiten. Dann können wir hier hinten noch die Mauer reinziehen in dem Bereich. Dann hätten wir noch so eine Abgrenzung hier. Das gleiche gilt auch an der Stelle. Und da vorne. So. Und nun sind jetzt hoffentlich ein paar Monster da unten. Eher weniger. Ist jetzt nicht so schlimm. Jetzt warte ich eigentlich... Warte mal, ich habe da bestimmt irgendwo Monster. Ach, wisst ihr, wo wir Monster kriegen? Jumpen wir mal im Fix hin. Da hinten. Da können wir mal hinjumpen. Da waren, glaube ich, Skelette. Skelette brauche ich auf jeden Fall. Da komme ich nicht drum weg. Das andere weiß ich noch gar nicht. Oder ein Soul Shard, den tue ich mal gerade eben hier rein. Den anderen kommt unten ins Inventar. Und da muss ich ihm aufpassen, was ich jetzt gleich als erstes schlage. Beziehungsweise was ich als erstes töte. Weil unser einer da hinten war ja noch aktiv. Beziehungsweise die ganzen Spawner war da hinten aktiv. Die hatte ich, glaube ich, nur ausgeleuchtet. Dünn, dünn, dünn.
Ein Skelett wäre schon schön. Ein Chocobo, aber kein Pärchen. Müssen wir uns auch noch drum kümmern, oder? Violette. Oder Lila, ne? Ne, Purple heißen sie ja. Purple Chocobos wegholen. Oh, warte mal, da oben ist doch, glaube ich, noch ein Ether weg, habe ich gesehen. Gab es hier eine Sprengung? Guten Tag. Ah, ne, das war ja das, genau. Habe ich jetzt alle... Oder nicht? Spinnen. Eine Truhe ist immer gut. So, jetzt ist hier nämlich ein Skelett drauf und jetzt können wir den, glaube ich, mit abbauen, ne? Ah, es gibt keine Dinger, egal. Ist ja zumindest, was wir da drauf haben wollen. Und auf dem zweiten will ich einfach nur Spinnen haben. Oh, aber nicht... Oh ne, warte mal, das sind die Blöden, ne? Lalalala. Da reicht mir auch normale. Ne, ich brauche doch, glaube ich, normale. Moment. Ich würde mal gern einen eben killen. Wo ist er? Und da gibt mir die auch ein Dwarfblut. Nein, die gibt mir... Cave Spider, warte mal. Ein Auge habe ich drin, ne? Muss ich ausprobieren. Muss ich mal eben ausprobieren. Ein Skeleton. Na, ach so, eine Etage drüber. Nein. Zack. Komm, meine. Die haben nicht nur Orten aktualisiert. Komm schon, Spinne. Meine Güte, spawn doch einfach. Es gibt Eier davon, das heißt, wir machen den zweiten auf Spinnen klein. Nee, ich komm, wisst ihr was? Spinnen groß sind, glaube ich, besser. Die können wir bei uns kriegen. Und was ich noch gern hätte? Einfach nur ein Schweinespawner. Hätte doch was. Ja, Schweine finden, killen wir die unterwegs und können das Ding einfach ein bisschen mehr aufladen. So ist doch die ganz schnell einfache gewährt. Wir haben immer Nahrung. Das ist noch geiler. Dann irgendwas Blaze? Hätte doch vielleicht auch noch was? Jetzt habe ich jetzt aber keinen passenden Spawner gehabt. Achso, hier war noch eine Kiste, ne? Reaper ist auch noch hier, ja. Könnte man vielleicht auch noch nehmen. Recht weiß ich jetzt nicht, ob man den Creeper auch noch weiß braucht. Könnte man, muss man nicht. Leder, Schweine sind ganz okay. Da mache ich nämlich eine Zucht, dass sie da einfach spawnen. Versuchen wirklich den auf 5 zu machen. Oh, Kätzchen. Creeper-Abwehr, aber Creeper, ach, nö, die können ruhig kommen. Ich hätte vielleicht noch gern ein paar Hunde. Oh, eine Hexical Blume hätte ich auch gerne. Die nehme ich doch gerne mit. Also immer, wenn wir jetzt unterwegs sind, nehmen wir die beiden Zollschatz mit. Und dann ist es doch klasse. Schweine finden, metzeln. Tintenfische finden, metzeln. Ach, Tintenfische, sag ich schon. Skelette metzeln. Aber vielleicht noch einen dritten wegen Spinnen. Oder Lohnruten. Haben wir auch unten. Das heißt, ich würde vielleicht noch zwei machen. Dafür brauche ich aber noch ein Portal auf jeden Fall. Ach, ein Portal. Ein Höllenportal, genau. Das steht ja fest, dass sie das brauchen, der Rest. Ja, brauche ich eigentlich nicht. Dann brauche ich nochmal ein davon. Das kann nicht passen. Habe ich dann irgendwo noch mehr? Lohnruten, Lohnruten, Lohnruten. Nöp. Da haben wir dann einen. Und ein Diamantos. Jetzt machen wir den mit dem. Bauen das Zeug wieder in der Mitte ab hier. Und man bekommt auch gleichzeitig Ernst dann wieder. Also da hätte man nur eine unendliche Quelle. Dann ist schon wieder 22 da. Und ich vergesse es immer, dass da der
blocken soll. Aber, bevor wir das machen, muss ich leider disconnecten. Und wir sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.